Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen in Berlin. Schön, Sie heute hier in Berlin zu begrüßen. Am Rande der europäischen Räte in Brüssel haben wir uns ja bereits mehrmals gesprochen. Deutschland zählt zu den ersten Ländern, die Sie als Ministerpräsident besuchen. Das zeigt, wie eng die Beziehungen zwischen der Slowakei und der Bundesrepublik sind. Gerade hatten wir schon die Gelegenheit, miteinander zu sprechen und waren uns einig, dass wir diese guten Beziehungen noch einmal vertiefen wollen. Darauf freue ich mich. Meine Damen und Herren, davon sollen insbesondere unsere exzellenten Wirtschaftsbeziehungen profitieren, die wir weiter voranbringen wollen. Wir leben in unruhigen Zeiten, in Zeiten großer Herausforderungen, was die Europapolitik, die Außenbeziehungen und die Sicherheitspolitik anbetrifft. Diese Herausforderungen werden in Europa nur gemeinsam bewältigt werden können. Das macht die Stärke und den Reiz Europas aus. Und deshalb ist es klar, dass wir unsere Kooperation auf all diesen Feldern verstärken werden. Nie war es wichtiger als heute, dass sich Partner innerhalb der Europäischen Union und der NATO eng abstimmen. Unser Gespräch heute werden wir auch nutzen, um das nächste Treffen des Europäischen Rates in Brüssel kommende Woche vorzubereiten. Es geht darum, Finanzhilfen der Europäischen Union für die Ukraine zu beschließen. Sie kennen die Lage. Unser Ziel ist es, eine gemeinsame Vereinbarung aller EU-Staaten im Rahmen der Revision des EU-Finanzrahmens hinzubekommen, damit 50 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren an Krediten und Zuschüssen für Kiew verlässlich zur Verfügung stehen. Die Slowakei als direktes Nachbarland, besonders vom russischen Überfall auf die Ukraine, betroffen. Und sie leistet, das möchte ich ausdrücklich erwähnen, große Unterstützung durch die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Die Haltung der Slowakei, die von Beginn an klar an der Seite der Ukraine steht, begrüße ich. Und ich betone gerne, was ich gerade auch schon Ministerpräsident Fico persönlich gesagt habe, wir setzen darauf, dass die verlässliche Zusammenarbeit in Zukunft entschlossen fortgesetzt wird. Die Entschlossenheit unseres Handelns muss klar sein, denn dieser Krieg, der seit nunmehr fast 2 Jahren tobt, bleibt die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung in Europa. Für die Bundesregierung kann ich ganz klar sagen, der russische Angriffskrieg ist gegen die schiere Existenz der Ukraine als souveräner Staat gerichtet. Sie alle kennen die imperialen und historisch verblendeten Aussagen und Schriften Putins und der russischen Führung insgesamt. Vor diesem Hintergrund warne ich vor der Vorstellung, dass die Fortdauer dieses furchtbaren Krieges nur einer Sprachlosigkeit zwischen Moskau und Kiew geschuldet ist. Es hat im Vorfeld des 24. Februar 2022 mit über 200 Treffen allein in Minsk und im Normandie-Format gewisslich an Gesprächen gemangelt. Das Ergebnis kennen wir alle, Russlands brutaler und völkerrechtswidriger Überfall auf die gesamte Ukraine. Kein Land sehnt sich mehr nach Frieden als die Ukraine. Aber nach 2 Jahren Krieg müssen wir auch erkennen, dass eine einfache Lösung nicht in Sicht ist. Der russische Präsident kann diesen Krieg jedenfalls jederzeit beenden. Aber wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer aufhören, sich zu verteidigen, ist es das Ende der Ukraine. Es liegt daher an Putin, Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und den Weg für einen dauerhaften und gerechten Frieden zu ebnen. Unser gemeinsames Signal an Russland muss daher sein, wir werden die Ukraine, die um ihr Leben und den Erhalt der Souveränität kämpft, so lange unterstützen wie nötig. Was Deutschland betrifft, wir haben allein für dieses Jahr mehr als 7 Milliarden Euro an Militärhilfen vorgesehen. Ich bitte deshalb auch die EU-Staaten, dass sie bei sich selber jeweils prüfen, was sie zusätzlich tun können, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen. Auch das wird nächste Woche Thema in Brüssel sein. Wir brauchen ein Signal der Entschlossenheit Europas, die Ukraine zu unterstützen. Dafür setze ich mich ein. Lieber Ministerpräsident Fico, wir sehen, die Liste unserer Themen ist lang. Und ich freue mich, dass wir gleich beim Abendessen noch mehr Gelegenheit haben werden, all diese Fragen und auch viele weitere, die unsere guten Beziehungen zwischen unseren Ländern ausmachen, zu besprechen. Und ich bedanke mich ausdrücklich für diesen Besuch. Er war ja schon mal geplant, das will ich gerne sagen, im Dezember. Da hat mich eine Covid-Infektion ereilt. Und deshalb war ich sehr froh darüber, dass er so schnell jetzt nachgeholt werden kann und wir real miteinander sprechen können. Gracias.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, vielen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf und dass wir uns gemeinsam austauschen können in den Sachen bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und der Slowakei, aber auch die aktuellsten internationalen Themen angeht. Ich möchte damit anfangen, dass zwischen der Slowakei und Deutschland eigentlich keine offenen politischen Fragen anstehen, und das freut mich sehr. Ich glaube, dass ich jetzt darüber informieren kann, dass ich Herrn Bundeskanzler darum gebeten habe, dass er den Vorschlag überprüft, aufgrund dessen ein slowakischer Staatsbürger auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt wurde. Ich glaube, dass wir darüber noch nachher sprechen werden. Ich schätze sehr den Beitrag der deutschen Firmen und der deutschen Wirtschaft in der Slowakei, Herr Bundeskanzler, weil wenn wir uns das Volumen der Investitionen anschauen und auch die Bereiche, wo die tätig sind, dann sehen wir, dass das eigentlich nicht ersetzbar ist und nicht ersetzbar, was auch unser BIP betrifft. Und dafür danke ich. Die neue Regierung, die jetzt gewählt wurde bei uns, will natürlich auch weiterhin die Investitionslandschaft pflegen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Land bleiben für die ausländischen Investitionen und für die Investoren, so dass sie das Gefühl haben, dass sich es lohnt, in der Slowakei zu investieren. Ich glaube, dass wir auch ein großes Potenzial im Bereich Verteidigung haben. In der Slowakei gibt es ja sehr viele Firmen, die im Bereich Verteidigung, Sicherheit arbeiten, und mit dem Know-how und mit der Spezialisierung könnten die sicherlich zu den gemeinsamen Aktivitäten beitragen. Auf dem Tisch stehen drei konkrete Ideen, die wir dann vertiefen wollen, und zwar im Bereich Rüstungsindustrie. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir werden heute sicherlich viel auch über die Energiefragen sprechen. Heute in der Früh, am Vormittag, habe ich mich mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmihal getroffen, und aus diesem Treffen gibt es auch sehr viele Inputs, was den Energiebereich betrifft. Darüber möchte ich mit Ihnen danach auch sprechen. Ich bin zuversichtlich, Herr Bundeskanzler, dass wir uns am 1. Februar einigen werden, was die Revision des EU-Haushalts angeht und auch was die finanzielle Unterstützung für Ukraine angeht. Wir wollen der Ukraine helfen, und deswegen wir sind auch natürlich dafür, dass die Ukraine der Europäischen Union beitreten wird, aber natürlich sagen wir auf der anderen Seite, dass die Ukraine die Kopenhagener Kriterien erfüllen muss. Sie muss vorbereitet sein, weil ein unvorbereitetes Land kann der Europäischen Union nur mehr Schwierigkeiten bringen als Nutzen. Wir waren zusammen in Uzhgorod, und es hat sich gezeigt, natürlich, dass wir auch in manchen Themen ganz andere Positionen haben als die Ukrainer. Wir glauben nicht daran, dass dieser Konflikt militärisch gelöst werden kann, aber auf der anderen Seite haben wir uns wirklich an vielen, vielen Themen geeinigt, was zum Beispiel den Energiebereich betrifft. Aber ich will das wirklich ganz offen sagen, dass es auch Themen gibt, wo wir nicht die gleichen Positionen haben. Was den 1. Februar und den Europäischen Rat angeht, Herr Bundeskanzler, ich glaube, dass wir mehrere interessante Vorschläge vor uns haben. Und wir könnten mit diesen Vorschlägen dann weiterarbeiten. Diese Vorschläge sind begründet. Für die Slowakei möchte ich sagen, dass wir diese Vorschläge respektieren werden, und zwar im vollen Umfang. Ich freue mich sehr, dass wir in den außenpolitischen Fragen auch eine gemeinsame Sprache finden. Herr Bundeskanzler, wir sind ja Nachbarland von der Ukraine. Wir sehen deswegen die Ukraine vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, und deswegen haben wir manchmal Positionen und
sehen wir manche Sachen ein bisschen anders und vielleicht gibt es dafür nicht so viel Verständnis auf der internationalen Ebene. Aber das ist aus unserem Blickwinkel gesehen noch einmal, und trotzdem wollen wir und wir wünschen uns sehr, dass die Ukraine ein demokratisches und prosperierendes Land wird, weil das wird natürlich uns allen helfen, der gesamten Europäischen Union und allen Nachbarn. Noch einmal, Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass ich heute da sein darf, dass wir uns auch beim Europäischen Rat treffen werden, und ich hoffe sehr, dass das Gespräch während des Abendessens uns hilft, diese Themen zu vertiefen. Vielen Dank noch einmal für die Möglichkeit, dass wir uns heute treffen. Meine Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.